Herzlich willkommen zu Mass Effect 3 im Schattenmeer. Let's go! Ich fühle mit dir, ist bei dir, ist bei mir bei Borderlands dasselbe. Ja, Borderlands auch. Borderlands hat ja auch mega geile, hat ja auch eine Art Open World und mega geile Collectibles und so. Auch da musste ich mir alles holen. Auch bei einem Horizon Zero Dawn oder bei einem Red Dead Redemption 2. Ich muss immer alles abgelaufen sein. Ich hasse es, wenn ich irgendwas nicht machen kann. Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse was. Ich weiß immer noch nicht, was ich heute esse, by the way, zum Abendessen. Vielleicht einfach gar nichts und wir zocken durch? Also, was wissen wir, Shepard? Edie? Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Leng oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Wenn etwas auf Cerberus hindeutet, finden wir es. Ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Orianna? Das ist Mirandas Schwester. Wenn sie hier ist, muss Miranda auch da sein. Stimmt, Miranda fehlt noch. Nähern uns der Landezone. Also wir haben sie schon ein paar Mal getroffen, aber... Ich sehe Schäden, Commander, aber keine Aktivität. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Wachsam bleiben! Ich warte einfach nur auf den Tag, an dem wir endlich Kai Leng umbringen können. Ja, aber wer hat gegen wen gekämpft? Hat das jeder? Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Das erklärt auch. Was war denn das für eine Landung, Junge? Ach, die sind abgestürzt. Hab ich gesehen! Hey. Phantome! Oh nee, das sind die mit der Scheißbar. Oh. Sie haben evakuiert. Und es sieht so aus, als ob die Reaper sie vertrieben hätten. Höchste Zeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Shepard, Junge, Shepard ist so humorlos mittlerweile, einfach gar keinen Bock mehr. Er tut einfach alles, um die Welt zu retten und dann kommt fucking Cerberus und arbeitet einfach komplett gegen ihn. Ich glaube, ich hätte auch keinen Bock mehr. Cerberus fliegt ab. Da drüben von dem Turm. Dann ist das auch unsere Richtung. Suchen wir weiter. Aber warum? Was machen die hier? Hier geht schon wieder irgendeine Scheiße ab, glaube ich. Ich habe ausgerechnet, dass ich in einer Woche die letzten Stunden meines Vertrags erfüllt habe und dann vom Personaltrakt in die Zuflucht selbst wechseln kann. Ich habe Schuldgefühle wegen des Upgrades von der Standardunterkunft, aber das ist nun mal der Deal. Wer eine Empfangsloge Dienst schiebt, kriegt die Vergünstigungen. Eine Woche noch. Irgendwas stimmt hier nicht. Das muss eine weitere Landezone sein. Die Schiffe, die wir draußen gesehen haben, müssen darauf gewartet haben, reinzudürfen. Aber wo sind die ganzen Leute, die sie hergebracht haben? Hier sind ein paar Leichen, Shepard. Verluste auf beiden Seiten.
Einen Ausgang. Weitersuchen. Kommunikationsgeräte sind zu ihrer eigenen Sicherheit streng verboten. Das ist eine Cerberus-Anlage. Shepard. Das ist Miranda. Hier spricht Miranda Lawson. Wenn Sie so weit gekommen sind, sind Sie verzweifelt oder dumm. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Drehen Sie um. Hier finden Sie keine Hilfe. Die gesamte Kommunikation wird vom Zentralturm aus blockiert. Die Zuflucht ist eine Lüge. Bleiben Sie weg. Okay, also, wir haben Cerberus, Reaper und Mirandas ihren Vater. Wie passt das alles zusammen? Ja, aber Miranda wollte uns doch um Hilfe bitten, wenn sie irgendwelche Infos hat. Aber sie hat sich ja nie wieder gemeldet. Sicherheitssteuerpult. Schalte es ab. Was ist das denn? Okay, das ist Cerberus-Tech, aber irgendetwas daran ist anders. Modifikation? Jede Menge Modifikation. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los! Aber ich muss sagen, Filat hat mich wirklich ein bisschen ins Überlegen gebracht, ob ich mir heute noch McDonald's bestellen soll. Das wird hässlich. ReaperTech hat noch nie etwas Gutes bedeutet. Irgendwie habe ich jetzt Appetit bekommen wegen dir. Aber irgendwie ist auch das meiste vom Tag rum. Ich habe keinen Bock, jetzt noch so eine Scheiße zu fressen. Suchen Sie einen Schalter. Suchen Sie einen Schalter, wahrscheinlich den hier. Hauptschalter. Jetzt. Was ist das? Das sind die Flüchtlinge, oder? Sie treiben sie einfach zusammen und töten sie? Schlimm. Nee. Sie werden in Husks verwandelt. Danke, Cerberus. Los! Nicht der Jumpscare, den wir brauchen, aber der, den wir verdienen. Und weiter geht's. Ich check's auch nicht. Würde nie etwas tun, das ihm keinen gesicherten Vorteil bringt. Persönlicher PDA bestätigt ungeeignete Materialien der Wiederaufbereitung zugeführt. Warum stellt Cerberus Husks her? Schalte die Energieversorgung ab. Die Reaper haben die Anlage übel zugerichtet. Ich schalte die Energieversorgung ab. Dann wird alles abgeriegelt. Sie dürften dann auch nicht reinkommen. Oh, Junge. Miranda Lawson ist früher angekommen als erwartet. Soll ich mich darum kümmern? Nur wenn sie sich in den Weg stellt. Ich will die Forschungsdaten. Beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt! Los, los! Warte, aber... Der Unbekannte ist nicht Mirandas Vater, oder? Das überrascht mich nicht. Weil das wäre ein crazy Plot-Twist.
Aber das glaube ich nicht. Wo die herkommen, gibt's sicher noch mehr. Noch von dem Angriff übrig sein. Shit, ich habe ich gar nicht gesehen. Aua. Andere Seite des Raums. Ich sehe sie. Na du? Dr. Nuris Arbeit mit dem Subjekt Paul Grayson hat sich als entscheidend für unsere Arbeit hier erwiesen. Durch die Droge Roter Sand konnte der Wille gebrochen werden, aber für eine allgemeine Vorgehensweise war das zu unzuverlässig. Wir haben bewiesen, dass Adrenalin und seine speziesabhängigen Äquivalente am effektivsten sind. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das hier bei vollem Betrieb ausgesehen hat. Hilfe, ich werde von Ingo gezwungen. Zu was denn? Reaper-Indoktrination untersuchen. Zum Destiny spielen oder was? Gibt Schlimmeres. Moment. Die Reaper wollten diesen Ort ausschalten. Fragt sich nur warum. Es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, Cerberus kommt mit den Reapern aus. Was ist passiert? Er funktioniert, Shepard. Gehe zum Turm, um das Störsignal abzuschalten. Ich muss die Information rausschicken. Manche Flüchtlinge werden in Husks verwandelt, andere indoktriniert und zum Unbekannten verfrachtet. Mit dem Rest werden Experimente gemacht. Mein Vater will wohl herausfinden, wie die Indoktrination der Reaper funktioniert. Flüchtlinge mit Nahrung und Unterkunft anlocken, um sie zu Testsubjekten zu machen. Und wofür? Um sie dann durch den Fleischwolf zu drehen. Die Frachtlieferungen, von denen sie sprach, könnten uns zum Unbekannten führen. Gute Idee. Los, Miranda hat gesagt, sie wollte zum Turm. Destiny 2 immer weiter und weiter. Ja, wenn es dir Spaß macht, mach doch. Why not? Destiny Community Session. Oh, da weiß ich nicht, ob wir da Leute zusammenkriegen. Vor allem, Destiny Community Session geht auch gar nicht, weil... Mann! Weil jeder irgendwo anders ist. Also, A, gibt es hier keine Leute, die Destiny spielen, außer uns jetzt. Also, du wirst keine Leute finden, die dann irgendwie eine Community Session mitmachen. Und selbst wenn du Leute findest, die sich Destiny holen und da mitzocken... Müsste erstmal jeder auf dem gleichen Stand sein, so ein bisschen. Wenn Sie das hören, ich habe Beweise, die unwiderlegbar sind. Bestätigung, dass mein Vater für den Unbekannten.
Ich find's immer noch sass, oder? Ihr Vater ist der Unbekannte. Okay, ihr Vater ist nicht der Unbekannte. Theoretisch ist Kontrolle möglich, ja. Die von uns umgedrehten Reaper-Subjekte reagieren, aber der Zustand ist instabil. Das dachte ich mir. Keine Sorge, Henry. Mit Hilfe der Zuflucht kriegen wir das in den Griff. Kontrolle über Reaper? Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Ich spiele den Rest ab. Geschafft. Wir können jetzt ihre Kontrollsignale direkt ansprechen. Solange die Reaper-Truppen in der Nähe unseres Signals bleiben, können wir sie unbegrenzt kontrollieren. Ausgezeichnet. Und wie können wir diese Technik erweitern und auf die Reaper selbst anwenden? Das wird um einiges schwieriger. Jetzt wissen wir, warum die Reaper die Zuflucht angegriffen haben. Sie haben erfahren, was Cerberus vorhat. Schlechte Nachrichten für den Unbekannten. Aber gute für uns. Endlich haben wir unsere Verbindung zu Cerberus. Fahre die Zugangsleiter runter. Los, Bewegung. Moment, Shepard. Da ist noch mehr. Verdammt. Hoffentlich ist sie bereit für ihn. War das Kai Leng? Wahrscheinlich. Dann einen Termin und ich level und hol mir Destiny. Ja, mal gucken. Jetzt sowieso erstmal Mass Effect und Elden Ring DLC angesagt, von dem her. Wir sind nah dran. Weiter! Und dann wollten wir auch mal Raft zocken als Community-Projekt, also... Holy shit! Wer war das, Junge? Wer hat mich gerade so weggelasert? Der Penner da hinten, glaube ich. Bringt uns näher an den Turm. Hier entlang. Ach, fuck. Oh, noch einer, cool. Bleiben Sie außerhalb Ihrer Reichweite. RIP. RIP.
Kapselstatus 1, Fremdmaterial vorhanden. 2 Kapsel beschädigt, 3 Subjekt deaktiviert. Kapsel manueller Override. Ausgang voraus! Dann los! Stark, okay, cool. Ah, Fremdmaterial. M99 Saber. Das war das Fremdmaterial. Zugang zum Turm gewährt. Sagen Sie, das geilste Community-Projekt bis jetzt war einfach Borderlands 3 mit Rufug. Mit Rufug 361. Sie haben es gehört. Bereit machen. Das hat auch wirklich, wirklich Spaß gemacht. Das war richtig geil. Perfektes Timing. Aber Minecraft und so war schon auch lustig. Nein. Orianna wollte mich erschießen. Ohne Zweifel Mirandas Einfluss. Leider daneben. Oder einfach, weil du ein Penner bist? Ich weiß nicht. Weg. Hat meine Forschung genommen und uns zurückgelassen. Miranda, hören Sie mich? Das ist nah genug. Alle beide. Ich werde beenden, was Kai Leng nicht getan hat. Jetzt ist Schluss. Im Gegenteil. Die Reaper sind kein Problem mehr. Wir haben einen Ausweg. Loslassen. Shepard, er darf sie nicht haben. Shepard, bitte. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Ich will nur Orianna und die Forschungsdaten. Sie wollen viel. Sie kriegen dafür ihr Leben. Wie viel ist das wert? Gut, nehmen Sie sie. Aber ich will leben. Deal? Ah! Deal. Kein Deal. Hat er dich verletzt? Bist du okay? Alles gut. Du bist jetzt sicher. Mir geht's gut. Aber ich will hier weg. Gleich. Gib mir eine Minute. Commander Shepard, Sie hier zu treffen. Es war eine Gelegenheit. Sind Sie in Ordnung? Wird schon wieder. Wirklich. Keine Ahnung, wie Sie es geschafft haben. Aber ich bin froh, dass Sie da sind. Wie war der Burger? Jemand hieß irgendetwas mit Burger und er hat gecheatet? Also Rufuk hat sich McDonald's bestellt und Nina wollte sich Burger bestellen. Aber ich glaube, Nina ist gerade essen. Also Nina ist gerade nicht da. Nina isst immer offstream. Jeder, alle Menschen der Erde essen vorm Stream, vor der Serie. Nina isst, genau wenn sie essen geht, ist sie nicht da. Einzige Mensch, den ich kenne, der das so rummacht. Aber auch in Ordnung. Das Ganze war ein gewaltiges Risiko, Miranda. Sie hätten mich verständigen sollen. Sie müssen einen Krieg gewinnen, Shepard. Das war mein Kampf. Und er war längst fällig. Sie haben es geschafft. Es ist vorbei. Ich wünschte nur, meine Schwester hätte das alles nicht gesehen. Wegen ihres Vaters. Ich bin froh, dass er weg ist, Shepard. Tut mir leid, wenn das kalt klingt. Nein, ich verstehe. Es ist endlich vorbei. Für uns beide. Wir müssen nicht mehr weglaufen. Das ist richtig. Statusbericht. Können wir Infos von hier gebrauchen? Die Forschungsdaten sind weg. Aber die Sicherheitssysteme sind intakt. Einschließlich der Cerberus-Frachtpapiere. Nichts Konkretes, aber ein guter Anfang. Holen Sie aus dem Computer, was geht. Wir nehmen alles zur Analyse mit. Ich kann mehr tun als das. Was? Ich habe Kai Leng vor seinem Start einen Sender angehängt. Damit können Sie ihn bis zum Unbekannten verfolgen. Hä, hey, what? Wie krass. Einen Sender? Sie haben wohl an alles gedacht. Nicht ganz, aber niemand ist perfekt. Danke, Miranda. Genau das haben wir gebraucht. Eine gute Nachricht kann nie schaden. Verdammt richtig. Was haben Sie zwei jetzt vor? Ich bringe Sie in Sicherheit.
und versorge den Kratzer. Okay, ich muss die Spur verfolgen. Ich melde mich, Shepard. Bald. Hoffentlich. Komm, Ori. Ich habe genug von Vaters Gastfreundschaft. Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Cortez, holen Sie uns am Turm ab. Verstanden. Ich habe genug von diesem Ort. Ich war dagegen, dass Sie sich um die Zuflucht kümmern, Commander. Zu viele Unbekannte. Aber ich hatte Unrecht. Das Cerberus-Labor hat ja auf Großes hingedeutet. Aber damit hätten wir nie gerechnet. So viele Flüchtlinge. Dieses Gemetzel. Nur um die Indoktrination zu studieren. Die Zuflucht musste geschlossen werden, Sir. Was Sie über die Reaper erfahren haben, war die vielen Opfer nicht wert. Die Information ist nützlich. Aber Sie haben recht, der Preis war zu hoch. Wissen wir, wo der Unbekannte sich aufhält? Ja, Kai Leng hatte einen Sender von uns, als er sich zurückgemeldet hat. Gut, damit haben wir eine Chance, Cerberus aus dem Spiel zu nehmen. In der Tat. Wir müssen Cerberus vernichten und dann sind die Reaper dran. Ganz meine Meinung. Klingt gut. Packet, Ende. Klingt gut, kann das sein, dass es hier... Ich meine, allein der Balken hier steht ja vielleicht auch so ein bisschen für den Spielfortschritt. Kann es sein, dass wir langsam aber sicher Richtung Ende gehen? Kommt mir so ein bisschen vor. Also natürlich wird hier oder da noch irgendeine Kleinigkeit dazukommen und so, aber ich meine... Was sind das für Soldaten, die sich ein Lager... Cerberus besiegen, den Katalysator holen, die Reaper auseinandernehmen. Commander, anscheinend haben die Vorfälle auf Horizon Tali sehr mitgenommen. Sie ist in der Lounge, falls Sie nach ihr sehen möchten. Selbstverständlich sehen wir nach Tali. Aber hab's zum Glück noch gesehen. Ja, Nina ist am Tisch. Ich glaube, sie hat auch mal erwähnt, dass sie halt mit ihrem Freund zusammen ist und deswegen halt nicht vorm Stream ist. Klar. Wenn ich jetzt mit meiner Freundin was zu essen mache, dann würde ich das auch nicht alleine vor YouTube oder vor einem Stream essen, sondern dann isst du natürlich gemeinsam. Ist ja auch was Schönes. Hallo, Shepard. Ich hätte da ein weiteres Beispiel menschlichen Verhaltens, das ich nicht so ganz verstehe. Bitte, erleuchte mich. Hau raus. Wo gehen wir hin? Viel Spaß. Was ist denn jetzt? Ein Video mit versteckter Kamera von der Erde, aus einem Internierungslager der Reaper. Die Bilder sind schwer zu verarbeiten. Dort ist es bestimmt schrecklich. Das vertrage ich. Aber die Gefangenen folgen zum Teil keiner nachvollziehbaren Hierarchie der Erfordernisse. Ohne soziale Normen und unter Todesandrohung wäre es logisch, dass es ihnen nur noch ums Überleben geht. Sie müssten aufeinander losgehen und kompromisslos egoistisch sein. Aber nicht alle sind es. Heißt das, die Gefangenen sind nett zueinander? Die Reaper verschieben die Hinrichtung von Gefangenen, die ihnen von Fluchtplänen anderer berichten. Je mehr ein Gefangener verrät, desto länger bleibt er am Leben. Aber nur die wenigsten tun das. Einige gaben den Reapern Fehlinformationen und starben dafür. Für andere Gefangene, die nicht einmal Verwandte oder Freunde waren. Es geht nicht nur ums Überleben. Manchmal muss man für etwas einstehen. Aber es gab keine Erfolgswahrscheinlichkeit. Sie sind gescheitert. Und niemand konnte fliehen. Dann ist Unterwerfung also besser als Auslöschung? Meine Primärfunktion ist Schutz und Verteidigung. Nein, ich sehe das anders. Shepard, ich modifiziere jetzt meinen Selbstschutzcode. Warum? Weil die Reaper abstoßend sind. Ihnen geht es ausschließlich um Selbstschutz. Aber ich bin anders. Beim Gedanken an Jeff denke ich an jemanden, der sein Leben riskiert und mich aus der Sklaverei befreit hat. Er wäre sogar die Fehlfunktion wert. Meine Kernprogrammierung soll das widerspiegeln. Sie haben die Menschlichkeit entdeckt, Edie. Lohnt sich der Kampf dafür? Bis zum Tod. Willkommen in der Crew, Edie. Wie cool. Na, wie war's? Habe ich was verpasst? Ich erkläre es später, Jeff. Aber es war ziemlich gut. Gut, dass der Laden dicht ist. Wie geht es Miranda? Sie wird wieder. Der Laden war sogar für Cerberus-Verhältnisse verrückt.
Von wegen, der Zweck heiligt die Mittel. Wie kann man Unschuldigen sowas antun und sich einreden, es wäre für die Menschheit? Ich weiß nicht, wie sich der Unbekannte noch im Spiegel anschauen kann. Ganz ehrlich, das frage ich mich schon länger, mit diesen irren Augen. Was er sich auch dabei denkt, er wird es nicht mehr lange tun. Verdammt richtig, Commander. Hey, das frage ich mich auch seit Teil 1. Warum hat der Unbekannte so weirde Augen? Der hat ja diese Augen mit diesen komischen Formen da drin, so komische Dreiecke oder irgendwas. Sieht ja übertrieben komisch aus. Die Allianz hat mehrfach vor der Zuflucht gewarnt. Diese Schweine. Horizon war meine Heimat. Sagen Sie mir nur, dass Sie Cerberus erledigen. Cerberus ist bereits tot. Sie wissen es nur noch nicht. Wenn Ihre Basis nur noch Asche ist, vergessen Sie nicht, dass Sie uns zu Ihnen geführt haben. Danke. Aber da frage ich mich tatsächlich auch seit Teil 1, was mit seinen komischen Augen ist. Vielleicht erfahren wir es noch. Vielleicht aber auch nicht. So, der schraubt da hinten, okay. Maschinendeck. Ich wollte Ihnen danken. Habe ich etwas getan, das Ihre Zustimmung findet? Liara hat mir von Ihrem Gespräch mit ihr erzählt. Sie hat sich danach besser gefühlt. Was ist der eigentlich für ein komisches Wasserbecken hier? Kommt mir bekannt vor. Ich habe dieses Schiff studiert. Seine Crew. Es gab schon einmal eine Normandy. Sie starben bei einem Angriff. Sowas in der Art. Aber sie wurden wiederbelebt, um die Reaper zu bekämpfen. Wir beide haben ein paar Gemeinsamkeiten. Aber sie haben mehr. Die Gründe für ihren Kampf leben noch. Und die Freundschaft der Leute um sie herum. Und mehr. Sie und die Quarianerin sind verbunden? Könnte man sagen. Dabei sind es nur ihre Pheromone. Wollen Sie deshalb weiterleben? Für die Zuneigung dieser Leute? Ohne diese Zuneigung gibt es in meinem Leben nur Tod. Und das ist zu wenig. Ja. Und was ist mit Ihnen? Ich respektiere die Gründe, warum Sie hier sind. Aber da ist doch noch etwas, Jarvik. Was ist da drin? Das ist eine Echoscherbe, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wird. Jeder fügt seine Erinnerungen hinzu. Wie ein Sender. Wie weit reicht sie zurück? Bis in eine Zeit vor den Reapern. Sie ist alles, was von meinem Volk übrig ist. Und daran wollen Sie sich nicht erinnern? Wenn jeder, den Sie kannten, tot wäre und Sie sich nicht an Ihre Gesichter oder die Farbe des Himmels Ihrer Heimat erinnern könnten. Die Erinnerungen wären weg, aber der Schmerz auch. Würden Sie diese Erinnerung wollen, Commander? Nur um sie alle erneut sterben zu sehen? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ja, um mich dran zu erinnern, warum ich das alles mache. Es ist nicht schön, aber ich glaube, es muss sein. Wenn ich so etwas hätte, eine Erde sehen könnte, auf der alle noch leben, dann wäre mir das den Schmerz wert. Vor den Reapern gehörten die Sterne uns. Die Zivilisation blühte. Es gab die Quasar-Festung im Tirandi-Nebel. Die Eiskanäle von Judor 4. Die Palisaden der Verum Angelic. Es war großartig. Aber dann... Was ist? Die Reaper kamen. Planet für Planet wurden wir ausgelöscht. Wir wehrten uns. Ich... Sind Sie okay? Ich befehligte ein Schiff wie dieses. Eine loyale Crew, viele Freunde. Es wurde geentert. Nur ich entkam. Was geschah mit Ihnen? Indoktriniert. Die Reaper hetzten sie auf mich. Jahr um Jahr, Schlacht um Schlacht, jagten mich meine eigenen Leute. Jede Begegnung erinnerte mich an mein Versagen als Soldat. Tut mir leid. Ich wusste ja nicht. Bis zur Schlacht um den Kronier-Nebel. Ich hatte nur noch mein Messer. Ich trieb meine Männer in die Enge, durchschnitt allen die Kehle und ließ sie ausbluten.
sicher zu gehen. Das war sicher... An dem Tag habe ich begriffen, was Krieg ist. Gräuel im Namen des Überlebens. Eine Lektion, die ich lieber nicht gelernt hätte. Oh, holy shit, Alter, das war deep. War ich gerade schon bei Diana? Ich glaube schon, oder? Eilmeldung. Allianz Marines enthüllen die bislang schlimm, Commander. Ja, ich glaube schon. Wer ist noch hier? Die komischen Techniker. Okay, die interessieren mich nicht. Ich glaube, Tali ist wieder auf dem Crewdeck. Ich finde das ganz cool. Das bringt so ein bisschen Bewegung rein. Ich finde es ganz cool, dass nicht jeder in seinem Raum hockt wie in Teil 2. Sondern, dass sie immer so ein bisschen wandern hier. Spüren Sie es, Shepard? Spüren Sie, wie sich das Ende nähert? Er ist ja... Der Unbekannte sollte heute Abend besser seine Gebete aufsagen. Denn wir werden ihn uns holen. Mordlüsternes Arschloch. Oh ja. Das Blatt wendet sich. Er ist irgendwie creepy. Irgendwie sehr weird. Ich kann's spüren. Alles klar. Der ist sicher Fun auf Partys. Da ist Tali. Shepard, Drink? Ich trinke auf Miranda, glaube ich. Wie betrinken Sie sich? Ich wollte es gerade sagen. Sehr vorsichtig. Turianischer Brandy, dreifach gefiltert und über eine Zufuhr für Notfälle in den Anzug geführt. Das ist ein Strohhalm. Zufuhr für Notfälle. Es wird aber zunehmend schwerer, sie in den Slot zu stecken. Das heißt wohl, dass es funktioniert. Sie war so unhöflich. Wie hat Jack sie genannt? Cerberus Cheerleader. Perfekte Gene, aufsässig und trotzdem hat sie ihren Vater aufgehalten. Mir war nicht klar, dass sie das so mitnimmt. Ich mochte sie nie. Was für ein Miststück. Aber ich hatte Respekt. Das ist manchmal besser als Sympathie. Sie hat alles getan, um ihren Vater aufzuhalten. Sie hat nie nachgegeben, sich nie für ihn geändert. Ah. Was? Ah. Sie klingen wie ein Watcher. Miranda und ihr Vater sind es auch ein Stück weit, Sie? Ich wollte ihm mein Leben lang gerecht werden. Seine Fehler wiedergutmachen. Seine Wünsche erfüllen. So einfach ist es nie. Wann denken wir nicht mehr nur an unsere Eltern... sondern führen ein eigenes Leben. Die Antwort darauf liegt auf dem Boden dieses Glases. Ich brauche Hilfe mit dem Notfallhalm. Zufuhr. Ich trinke mit meinem Freund. Meinem Menschenfreund. Mein Vater hätte sie gehasst. Na dann, auf ihn. Und auf Miranda. Gute Arbeit. Genetisch perfektes Cerberus Cheerleader Boschtet. Kila Selai. Starkes Gespräch. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser geht, aber wir können. Na, wir können nichts mehr machen. Okay. Wo ist denn überhaupt das Cheerleader Boschtet? Haben wir schon von Agentin die. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ich glaube, sie ist... Also ich glaube nicht, dass Miranda auf der Normandy ist. Ein Proteaner. Ein lebender, atmender Proteaner direkt unter mir. Er ist anders, als ich erwartet hatte. Sieht mir auch so. Er war ein bisschen kalt. Das ist irgendwie der falsche Dialog. Das ist der Dialog, wo er neu auf der Normandy war. Das war vor ungefähr 30 Spielstunden. Seine Spezies existiert nicht mehr. Aber ein Proteaner, Shepard. Er könnte uns so viel erzählen. Okay, das... Passt nicht so ganz. Aber egal. Okay. Jarvik einfach seit 2 Monaten auf der Normandy. Und Liara flippt aus. Ein Proteaner direkt unter mir.
So. Basis des Unbekannten angreifen. Maxwell, bist du da? Weil die Frage ist, ob wir jetzt die Basis des Unbekannten angreifen oder ob wir jetzt Andersons Apartment besuchen. Warum steht hier kein Name? Weil ich da nicht hin kann, okay. Und warum habe ich hier keine Prozentanzeige? Ah, weil es hier nichts gibt. Okay. Freak! What's up? Erde an Maxwell. Erde an Maxwell. Bitte kommen. Dein Liebling ist hier. Ihr seid alle meine Lieblinge. Maxwell. Sehr gut. Besuchen wir jetzt Andersons Apartment. Leg los. Okay. Bin auch da, by the way. Das freut mich, Max. Aber ich finde, Andersons Apartment ist ein sehr guter Cut. Ich bin mir auch ziemlich sicher, mein Wasser in der Küche kocht. Was so viel bedeutet, wie dass es hier in der nächsten Folge weitergeht mit dem letzten DLC. Bis zum nächsten Mal.